Und dann würde ich sagen, haben wir jetzt in der Folge erstmal richtig noch was gut zu tun. Wir müssen jetzt wahrscheinlich den Magier erstmal finden. Und der die letzte Platte, glaube ich, hat hier die letzte. Wie viel haben wir die denn hier im Inventar irgendwo? Sieht man das irgendwie? Ne, sieht man nicht, damit man die wahrscheinlich nicht verticken kann. Wir haben ja, glaube ich, 4 von 5 Kristallscheiben haben wir. Wir müssen die letzte jetzt noch holen. Und es kann mir nicht erzählen, dass er jetzt kein Problem mehr mit dem Magier und dem Druiden kommt. Das hört sich zu einfach an quasi, als ob da nicht noch was Großes auf uns zukommen wird. Ja, und dann müssen wir für wen war das denn überhaupt nochmal hier? Osttempel. Osttempel, Männer sagen mir, Fincher, für Fincher, genau, müssten wir in den Osttempel. So, da hinten müssen wir runter und dann können wir auch knacken, dann ist auch wieder Tag, sehr schön. Hier runter. Fred ist immer noch hinter uns, sauber. Es ist echt gut, dass der nirgendwo so festhängt und weg ist. Und wir haben jetzt wieder eine Spruchrolle gefunden, also können wir den wiederbeleben. Falls der mal wieder weg ist. Ich loote den mal eben, dann verschwindet auch der Kadaver von dem da. So. Dann sind wir jetzt auch hier zum Pennen. Und knackeln bis zum nächsten Morgen einfach damit es... Such dir gefälligst sein eigenes Bett. Nee, jetzt sag nicht, dass ich hier nicht mehr schlafen darf. Warum denn? Warum darf ich jetzt nicht mehr da schlafen, Fräuleinchen? Wir machen mal 65 jetzt. Wir durften doch beim letzten Mal da drin knacken. Jetzt geht's. Sauber. Halte deine Finger bei dir. Ja, ja, ist doch alles schon okay. Wir sind doch schon wieder weg. So, hier hoch und dann müssen wir da quasi noch da vorne rechts zu dem, ja, Druiden hin. Ich meine, Druide wäre das, ne? So ein Waldheini. Guck mal, da vorne sehe ich noch einen Schirling. Permatränke müssten wir auch mal echt machen. Wobei, wir sollten, Stärke kann man bis 100 trainieren. Danach kann man das nur noch erhöhen durch Tränke. Deswegen würde ich, sage ich, mal so empfehlen, wir trainieren erst Stärke mit unseren Lernpunkten und ab 100 kann man dann mit diesen Zusatzboni machen, oder? Das hört sich doch eigentlich am effektivsten an. Wir gehen mal den Weg hier. So, hier noch irgendwas auf dem Weg, was wir umklatschen können. Wir können da noch den Berg hoch. Okay, da vorne steht der nämlich schon. Ich gehe mal eben hier vorne hoch, gucken, wo wir hier hinkommen, wenn wir hier hochgehen. Guck mal eben auf die Map. Da oben in den Berg rein. Sorry Leute, dass ich jetzt schon wieder ablenke, bevor wir die Quest machen. Aber irgendwie interessiert mich das gerade. Mich interessiert, wo es dort oben hingeht. Weil wir da quasi an der Vulkanfestung sind. Okay, Aschebestie. Müssen wir alleine mit Fred, ist mir da zu heikel, dann stirbt Fred wieder. Müssen wir den neu beschwören. Der kostet, glaube ich, 400 Tacken, der Junge. Der ist nämlich teuer. Okay, dann werden wir später dann noch hingehen, wenn wir ein bisschen stärker sind. Machen wir jetzt auch die Quest mal fertig hier, die wir noch haben. Danke, Fred. Da steht der. Ich gehe mal eben hier hinten her. Da ist nämlich noch eine Höhle. Naja, knacken wir die erstmal. Erstmal hier schön seinen Kabuff hier hinten plündern. Gucken, was er da so rumfliegen hat. Naja, nichts so sonderlich Interessantes. Mal hier ist noch so ein Tempel-Heini-Dings. Aber hier ist auch nichts mehr. Hier hätten wir von der anderen Seite kommen können. Oh, da oben ist noch ein Viech. Oh, war das die Aschebestie, die da so geknurrt hat? Haben wir schon fast wieder in die Hose gemacht. Danke, Fred. Hätte mir auch mal ruhig einer in die Kommentare schreiben können, dass es so einen geilen Fred gibt, den man mitnehmen sollte. Der echt die beste Unterstützung ever ist. Kommt man hier runter? Ah, okay. Wir haben auch einen Weg gefunden, um dann da runter zu kommen. Man kann hier runter. Sehr schön, da werden wir uns dann danach hin bewegen. Weil wir haben ja einen Weg gesucht da in die Steppe rein.
Cyrus! Oh, was machst du denn hier? Ich hatte eigentlich gehofft, dass Eldrick endlich auftaucht. Was ist los? Wo ist der Druide? Ich weiß es nicht. Aber hier sieht es aus, als hätte ein Kampf stattgefunden. Irgendeine Spur von Eldrick? Nein, nichts. Aber ich habe die Hütte auch noch nicht durchsucht. Vielleicht finden wir dort etwas. Ist Klimo, ne? Der ist hier schon seit, sagen wir, einer Woche. Und hat noch nicht in dieses kleine Hütchen reingeguckt, ob da was ist, ne? Nee, das ist okay. Also, okay, wir haben den Ärmel gefunden. Und, ja Leute, ich hab's doch gesagt. Wir ohne den richtigen Schlüssel wird das nicht. Eldricks Truhe, okay. Gibt's hier irgendwo noch einen Schlüssel? Ich hab's doch gesagt, dass wir diesen Hund noch irgendwann brauchen werden. Und zwar wird er uns jetzt zu Eldrick führen. 100 Pro. In der Hütte habe ich einen abgerissenen Ärmel gefunden. Der gehört bestimmt Eldrick. Ihm ist bestimmt etwas zugestoßen. Das wissen wir erst, wenn wir ihn gefunden haben. Ja, wir müssen ihn suchen, ne? Wir müssen Eldrick suchen. Ja, natürlich. Ich werde hier warten, falls Eldrick doch noch auftaucht. Gut, ich werde den Druiden suchen. Hast du eine Idee, wo du suchen willst? Jasmin hat hier in der Nähe ihre Hütte. Vielleicht hat sie den Druiden gesehen. Versuche es. Vielleicht hast du ja Glück. Ach, guck mal, unser Held selbst ist gar nicht mehr so clever und denkt jetzt daran, dass wir jetzt den Ärmel haben, wo der natürlich nach dem riecht und dass dann Rufo den suchen könnte. Naja, wir werden uns dann da hinten hinbewegen und mit Rufo 100 Pro den Typen suchen. Aber naja, da sind wir schon vom Hirn ein bisschen weiter als das Spiel. So, da unten haben wir auch das Hütchen. Aber wir kommen gut voran, aber wir müssen auch sagen, ich glaube, wir spielen jetzt schon seit 25 Stunden an dem Spiel, Leute, ne? Und das scheint noch nicht zu Ende zu sein. Das finde ich einfach der Hammer, was hier so hintersteckt. Hi. Hast du den Druiden gesehen? Wen? Eldrick. Ach, den komischen Kauz, der weiter oben seine Hütte hat? Nein, den habe ich schon länger nicht gesehen, aber das ist nichts Ungewöhnliches. Er will meistens allein sein. Ich muss Eldrick finden. Ist er nicht bei seiner Hütte? Nein, sie ist verlassen. Ich habe keine Ahnung, wo er hin sein könnte. Aber wenn es so dringend ist, vielleicht kann mein Wolf Rufo dir helfen. Ich wusste es. Wie kann dein Wolf mir helfen? Er hat die beste Spürnase auf der ganzen Insel. Er kann bestimmt die Fährte des Druiden finden. Was verlangst du für deinen Wolf? Nein, ich verkaufe ihn nicht. Ich würde ihn höchstens ausleihen. Was verlangst du? Nun, wir haben einen Haufen Felle, kommen aber nicht in die Stadt. Wenn du sie mir abkaufen würdest, für 200 Gold. Klar, hier, zack, 200 Gold. Ich will deine Felle kaufen. Hier sind sie. Willst du mich verarschen? 5 Felle ist ein Haufen. Ein Haufen für mich wären jetzt 12 gewesen. Was ist jetzt mit dem Wolf? Also gut. Ich werde ihn dir überlassen. Aber wenn er zu Schaden kommt... Ich werde darauf achten. Das will ich hoffen. Also, wenn du willst, dass Rufo auf dich hört, solltest du dich erstmal mit ihm anfreunden. Gib ihm was zu fressen. Das hilft. Wenn du willst, verkaufe ich dir rohes Fleisch. Ja, da wir ja auch nur, ich wollte gerade sagen, da wir auch 5 Millionen rohe Fleisch haben, aber wir haben die letztes Mal gebraten. Ich habe hier was für dich. Ja, bist ein feiner Junge. Er mag dich. Und jetzt? Damit Rufo die Fährte aufnehmen kann, brauchst du etwas, was dem Druiden gehört. Nimm ein Kleidungsstück von Eldrick und halte es Rufo unter die Nase. Dann musst du ihm nur noch folgen. Ist natürlich sehr, werden wir nie alleine drauf gekommen. Hier, such. Such. Ich speichere nochmal, bevor der jetzt lossprintet. 066, bam, und weiter geht's. Warte, wir können mal eben gucken, Spiel, speichern. 22 Stunden, 17 Minuten haben wir hier drauf. Okay, dann ist es bei mir im Steam-Klienten, wird mir 25 Stunden angezeigt. Ich habe natürlich auch noch ein bisschen quasi dran was gemacht am Anfang, damit das vernünftig läuft und so. Okay, läuft ein angenehmes Tempo, automatisch speichern. Fred kommt auch mit, beste Team ever. Ich will den Wolf behalten. Rufo und Fred. Das wäre das beste Gespann ever.
Ja, jetzt läuft er wahrscheinlich hier zu der Hütte erstmal, weil er natürlich da als erstes so riecht, ne? Wäre auch ziemlich unwahrscheinlich. Also das wäre jetzt ein bisschen komisch, wenn er nicht zur Hütte gelaufen wäre als allererstes. Hast du Eldrick gefunden? Nein, noch nicht. Dann such weiter. Wir müssen ihn finden. Ich habe einen Wolf, der uns zu ihm führen wird. Ein Wolf? Das ist ja merkwürdig. Aber wahrscheinlich passiert sowas, wenn man sich mit Druiden einlässt. Wenn du willst, werde ich dich auf deiner Suche begleiten. Klar, komm mit! Komm mit. Klar. Beste! War ja klar. Die Druidenhütte. Weiter, Hufo, such! Noch besseres Team. Jetzt haben wir noch einen Magier dabei. Sauber. Das Gespann ist gar nicht mal so klein. Da wird sowas von auf irgendwas auf uns warten. Irgendwas Größeres. Ja, hier ist er auch nicht. Ja, guter Wolf. Komischer Ort. Hier ist es irgendwie unheimlich. Such weiter, Rufo. Ja, das ist halt so, das ist, man sieht, das schimmert auch noch so magisch. Hier runter? Ja, weil wohin sonst? Sauber. Boah, da wird irgendwas Großes auf uns warten, weil sonst wären wir nicht drei. Also wir haben jetzt den Magier noch dabei. Jetzt friert es natürlich optional durch uns. Aber kannst du mir nicht erzählen, dass wir jetzt hier, Oh, der Magier ballert die Viecher tot. Lol. Ich flieg hier gerade rum. So. Wollen nach Fred natürlich folgen. Aber ich will die Viecher hier eben haben. Fred, Rufo wollen wir natürlich folgen. Ja. Aufgestiegen, nächste Level. Sehr schön, Cyrus ist da. Guck mal, da hinten sind noch Gnome. Oh, ja. Hilft uns der Wolf eigentlich? Ja, der hilft uns auch. Gut gemacht. Hast du was gefunden, Rufo? Weiter. Das finde ich cool. Druidenstab. Eieiei, ich wollte gerade sagen, ich habe den im Hintergrund gerade schon gesehen, als wir mit dem Wolf gelabert haben. Das sah mir irgendwie ein bisschen verdächtig danach aus. So, sonst hier noch irgendwo was? Nee. Geht's weiter. Da hinten ist, glaube ich, die Höhle. Dieser Osttempel, der ist da drin. Den müssen wir auch noch besuchen quasi. Wo ist der Wolf? Da hinten. So, der wartet quasi an so Checkpoints auf uns. Ja, kannst weiter. Eieiei, wo ist der alte Magier hin? Wow, wow. Ja, dass er jetzt jedes Mal Bescheid sagen muss, wir wissen, das an dem Stab finde ich ja okay, aber jetzt das da soll einfach laufen. Ach, wir müssen mit dem in den Osttempel rein. Das wäre natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich will mal sehen, wie der Magier das hier für ein Damage macht. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, ich loote hier so ein bisschen rum. Nehme natürlich das eine oder andere mit. Speichern hier mal wieder. Cyrus ist ganz cool, dass man den dabei hat. Ausgewurzelter Baum hier. Sonst hier nichts mehr. Los, weiter. Ogerwurzel. Zack. Huh. Ich guck mal eben auf die Karte, ob das der Osttempel ist. Nee, absolut gar nicht. Aber das könnte. Nee, der Tempel. Nee. Ich wollte gerade sagen, das könnte der Tempel sein, wo wir den Stärkering finden, aber das dürfte der auch nicht sein.
Ja, braver Wolf. Los, such weiter. Was ist los? Willst du nicht weiter? Ist Eldrick da drin? Sieht er nicht, dass da eine magische Barriere ist? Dann muss ich wohl alleine weiter. Du kannst wieder nach Hause. Sauber. Ich wollte gerade sagen, der Wolf kann außerdem nicht weiter, weil da so eine magische Barriere ist. Ein magisches Kraftfeld. Vielleicht kann Cyrus mir helfen. So, müsste man das jetzt nochmal... Ich habe eine magische Barriere gefunden. Das muss ich mir genauer anschauen. Zeig sie mir. Ist das dein Ernst? Hier. Ein magisches Kraftfeld. Ja, da. Du musst mir helfen, diese Barriere zu öffnen. Gut, dann lass mich mal sehen. Vielleicht kann ich... Lass mich mal sehen. Auch mal anpacken einfach. Komm, wieder festhampelt. Fred, komm mal mit hier rüber. Nun ja, das ist eine magische Barriere. Kannst du sie öffnen? Das kannst du selbst. Es gibt einen Zauber dafür. Hier, ich habe ein paar Schriftrollen dabei. Danke. Dreimal Kraftfeld zerstören erhalten. Und Cyrus ist wieder dabei. Dann würde ich sagen, ich mache Cut für heute hier. Und wir werden uns dann beim nächsten Mal in der nächsten Folge darum kümmern, hier diesen Tempel zu stürmen, Eldrick zu finden und die letzte Kristallscheibe zu holen. Der weitere Plan wäre es dann natürlich hier noch hier der Tempeleingang. Und das war's dann quasi auch schon, ne? Keine Spur von, verfluchten Burgherren. Uns fehlt noch ein Ring, glaube ich. Irgendwo muss noch ein Burgherr sein. Das könnte hier sein. Da müssen wir dann auch noch hin. Also Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, tschüss.